Heute möchte ich mal, nachdem er ja jetzt bei Informationsvisualisierung sich vor allem, haben wir uns mit Python und Pandas und so weiter beschäftigt, unsere Jupyter Notebooks. Jetzt möchte ich mal noch ein bisschen eine andere Art der Visualisierung eben vorstellen, also praxisnah jetzt einmal webbasierte Visualisierung mit JavaScript. Ja, und darum wird es eben heute gehen, dass man jetzt einmal schaut, wie kann man jetzt Daten fürs Internet visualisieren. Und zwar auf möglichst, denke ich, einfache Art und Weise. Ja. Also ein paar HTML- und JavaScript-Grundkenntnisse werden jetzt da, denke ich mal, vorausgesetzt, die Sie vielleicht haben sollten. Ansonsten werde ich das alles heute im weiteren Verlauf vorstellen, wie das funktioniert und so weiter. Jetzt gehen wir erstmal nochmal zu den Daten. Also ich habe hier, wir brauchen ja immer Daten, ein Beispiel, und das Beispiel, das basiert jetzt wieder auf irgendwelchen Datensätzen, CSV-Daten, die jetzt im Statistischen Bundesamt eben zur Verfügung stehen, also DStatis, Statistisches Bundesamt. Die haben ja auch selber schon sehr schöne Visualisierungen an sich. Also die Seite ist ja auch ganz schön. Ich habe jetzt hier mal das Thema Bevölkerungsentwicklung rausgesucht, dass man sich hier mal anschauen kann. Man sieht hier, man kann hier browsen, verschiedene Themen, Gesellschaft, Umwelt, Bevölkerung, Geburten. Da gibt es dann, da muss man dann noch ein bisschen rumklicken, gibt es dann auch Tabellen. Also das ist ja das, was wir dann brauchen, eigentlich so Rohdaten, also nicht von denen visualisierte Sachen, sondern eben andere Daten, die eben downloadbar sind. Und hier gibt es zum Beispiel solche Statistiken über Bevölkerungsentwicklung, heißt so schön lebend Geborene, also das sind halt Geborene im weitesten Sinne. Ja. Und da gibt es verschiedene Sammlungen von Tabellen, die kann man dann alle mal runterladen und sich anschauen vielleicht, wenn man Lust hat. Ja, und wie visualisieren wir die? Also das heißt, das sind natürlich jetzt wieder CSV-Dateien. Es gibt jetzt verschiedene, sagen wir mal, leichte Arten, jetzt Daten auszuwerten. Die eine, die ich einmal kurz anreißen will, aber das wird nicht unser Schwerpunkt sein, ist, ich denke, vielleicht kennen Sie das schon, ich weiß es nicht, das ist ein recht schönes Tool, das nennt sich Processing. Und zwar ist das so eine Programmierumgebung, kann ich mal kurz zeigen, damit man mal einen Eindruck kriegt, wie das funktioniert. Vielleicht kennen Sie es auch schon, aber ich zeige es jetzt einfach nochmal. Das ist im Prinzip so eine, ja, wie so ein Programmierfenster, da kann man eben gleich Code reinschreiben. Ich könnte jetzt hier printeln, Hallo reinschreiben. Und dann kommt da unten die Ausgabe Hallo, da erscheint dann gleich so ein Fenster. Das ist so eine Art Grafikfenster. Da steht jetzt hier Sketch. Und da kann ich jetzt zum Beispiel eine Ellipse zeichnen. Da gebe ich vier Werte ein. Wenn ich jetzt wieder Play drücke, kommt hier eine Ellipse. Das heißt, das geht so einfach wie möglich. Ich kann irgendwie Kommandos eingeben. Und die werden dann gleich ausgeführt und dann in der Grafik wird gleich in dieses Fenster gezeichnet. Das kann ich natürlich verändern, das Fenster. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mal das größer machen, indem ich Size einfach das Kommando nehme und kann jetzt hier zum Beispiel das Fenster auf 500, 500 oder so, oder 500, 500 vergrößern. Und dann wird das Ganze natürlich größer. Die Ellipse ist natürlich immer noch so klein, weil die eben hier an der Ecke ist. Also diese
Zahlen, die ich da reingebe. Das ist bei der Ellipse erstmal eben der Mittelpunkt, 50, 50, das heißt im Koordinatensystem xy 50, 50, das geht von oben bis 0, 0, geht das eben hier auf 50, 50 und die Ellipse ist 30 Pixel breit und 70 Pixel hoch. Da kann ich ganz einfach was zeichnen. Ja, das ist eben diese Philosophie von Processing, dass es relativ schnell und einfach geht. Ja, da kann ich eben ganz einfach eben gleich mal zeichnen, kann dann natürlich die Ellipse auch irgendwo anpassen an das Fenster. Ne? Also da gibt es dann solche Variablen wie Width und Height. Ich kann zum Beispiel in die Mitte von meinem Fenster einfach diese Ellipse zeichnen und kann die jetzt einfach mal genauso breit und hoch machen wie jetzt mein Fenster selber. Und wenn ich das jetzt starte, dann wird die Ellipse eben bildschirmfüllend hier dargestellt. Ja, das ist so die Philosophie. Ich denke, Processing dürfte schon zum Teil auch bei so Programmieranfängerkursen eingesetzt werden. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie das kennen. Ich möchte es bloß mal nochmal die grundlegende Philosophie nochmal vorstellen. Man kann das Ganze natürlich auch mit irgendwie einer Schleife versehen. Ich könnte jetzt so eine Vorschleife machen. Und zwar über die Breite. Und könnte da zum Beispiel jetzt einfach mal sowas machen wie eine Linie ziehen. Und dann haben wir hier einfach Linien, die eben von der vom Koordinatenursprung 0, 0 eben über die ganze Breite jeweils mit 30 mit einer Schrittweite von 30 Pixel eben gezeichnet werden. Ja. Ich kann auch die Farben ändern. Ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, okay, die Ellipse, die wird jetzt vielleicht irgendwie, sagen wir mal, rot, und da kann ich dann die Farbe angeben. Man könnte jetzt sagen Fill, und da kann ich RGB-Werte zum Beispiel angeben. So. Und dann wird die Ellipse jetzt, die ja jetzt ja kreis ist, rot. Ich kann auch die Strichstärken verändern und den Hintergrund verändern. Ich könnte jetzt zum Beispiel am Anfang sagen Background weiß, also da kann ich auch nur einen Wert angeben, das wäre dann der Grauwert. Und maximal, der Maximalwert ist eben weiß und 0 wäre schwarz. Ja. Und dazwischen gibt es verschiedene graue Abstufungen. Ja, und das ist vielleicht so das Grundlegende, was man machen kann. Es gibt verschiedene Zeichenbefehle. Ellipse und Line haben wir ja schon. Es gibt dann noch zwei Modi. Das eine ist hier der statische Modus. Das heißt, hier kann ich einfach Code reinschreiben und ausführen und dann wird der einfach das Bild gezeichnet, das ich da beschreibe sozusagen. Ja, das ist der statische Modus. Und dann gibt es quasi noch einen dynamischen oder interaktiven Modus. Und der unterscheidet sich dadurch, dass ich zwei Methoden habe. Ja, ich habe jetzt hier Void Setup. Das ist eine Methode, die wird nur einmal ausgeführt im ganzen Code. Da kann ich solche Sachen rein machen, wie zum Beispiel die Größe. Und dann gibt es noch eine andere Methode, die heißt Draw. Und die wird eben 30 Mal in der Sekunde ausgeführt und zeichnet eben immer wieder das neue Bild über das alte. Wenn ich das jetzt starte, dann tut sich eigentlich nochmal gar nichts, weil das ja eigentlich im Wesentlichen das Gleiche ist, da passiert ja nichts anderes. Ich könnte aber jetzt zum Beispiel sowas machen, dass ich sage, okay, ich zeichne das jetzt nicht von der, diese Linie von der Startkoordinate 0, 0 aus, sondern zum Beispiel von der Mausposition.
Und da gibt es dann so Variablen wie Maus X und Maus Y. So. Und wenn ich das jetzt starte, dann ist es so, halt. Da brauchen wir natürlich noch die andere Koordinate. Also wir brauchen immer drei natürlich. Ne? Das heißt, ich habe jetzt eine gelöscht. Ich brauche das I natürlich noch. Ne? So. Jetzt. Und jetzt hängt das Ganze natürlich hier an der Maus. Und man sieht schon eben, dass das eben 30 Mal quasi eine Sekunde refreshed wird. Ja. Genau. Was man vielleicht auch noch erkennen kann, dass immer die Sachen übereinander gezeichnet werden. Erst wird die Ellipse gezeichnet, dann werden die einzelnen Linien gezeichnet. Ich kann das ja auch umdrehen, dass ich sage, ich zeichne erst die Linien und dann die Ellipse. Und dann sind die Linien quasi hinter der Ellipse. Wie man sieht. Genau, also das ist so diese Grundphilosophie von Processing. Da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Vielleicht nur, das Ganze ist vom Sprachstil her ist das quasi angelehnt an Java. Ja, das ist eben so ähnlich wie Java, oder es ist eigentlich auch Java. Das Ganze, diese Umgebung ist Java. Man kann ja auch verschiedene Modi hinzufügen, wie zum Beispiel einen Python-Modus oder noch weitere Modi, also das ist vielleicht gar nicht schlecht. Also man kann da wirklich auch tolle Sachen machen. Es gibt hier zum Beispiel einen Android-Mode, da kann man dann auch wirklich Apps programmieren, man kann da Spiele damit machen und so. Und es gibt auch R als Programmiersprache, jetzt relativ neu. Also man kann da eigentlich ganz gut damit, sagen wir mal, Grafik und andere Sachen machen, auch Sound und so weiter. Man kann das Ganze runterladen hier, ne, bei Download, da kann man diese Umgebung runterladen für Windows, Linux und macOS. Am besten immer diese 64-Bit-Variante nehmen für Windows. Es gibt dann immer noch aktuelle, neue Releases. Also das Ganze ist auch noch, wird aktuell gehalten. Es ist auch, ja, gibt eine große Community, das Ganze gibt es auch schon relativ lange. Es gibt Tutorials, irgendwelche Beispiele, was die damit gemacht haben. Eigentlich sehr beeindruckende Projekte, die da gemacht werden. Es gibt hier eine Referenz, wo man diese ganzen Befehle hat, wie zum Beispiel Ellipse hier. Na, das sind diese Zeichenbefehle erklärt nochmal. Es gibt auch externe Bibliotheken, wo man diese Fähigkeiten noch erweitern kann von dem Ganzen. Es gibt zum Beispiel PDF-Export, das ist aber auch schon eigentlich eingebaut. Es gibt dann auch so 3D, verschiedene Sachen, die sind nämlich auch schon mit eingebaut. Es gibt aber auch noch irgendwelche Sachen, die muss man extra einbinden dann. Das kann man dann auch machen, kann ich mal kurz zeigen, indem ich also den Modus kann ich ja hier ändern. Ich kann aber auch hier bei Tools hinzufügen und kann dann hier bei Libraries verschiedene Libraries auswählen. Das ist auch relativ komfortabel. Ich muss die dann bloß installieren. Zum Beispiel Kinect-Steuerung und alles Mögliche. Na, OpenCV, das ist dann so KI-Bilderkennung. Da gibt es relativ interessante Sachen eben. Und es gibt zum Beispiel auch noch komplett andere Projekte, also dieses Processing Py ist quasi das Ganze in Python-Sprache nochmal. Das ist relativ interessant, weil man eben Python ja eh schon jetzt aktuell auch als Sprache für diese ganzen Datenanalysen auch nimmt. Man kann das aber auch gleich installieren, also diesen Python-Mode, das habe ich ja auch schon gezeigt. Was auch interessant ist, ist Processing für Raspberry Pi. Also das ist dann im Prinzip diese kleinen Computer, die es da gibt. Also die, da
da kann man quasi dann auch, kann ich mal kurz zeigen, da habe ich auch ein Video dazu, das kann man in dem Channel eigentlich nochmal anschauen. Da kann man ja dann, kann ich mal kurz hochhalten, denke ich, hier, mal abstöpseln. Ich habe hier so einen, Moment. Dass ich das hier ordentlich zeigen kann. Ja, hier so einen Raspberry-Rechner. Und man kann hier mit diesem, zum Beispiel so ein Breadboard, kann man dann irgendwelche Kabel rauslegen aus dem Teil. Ja, das kann man hier mal kurz zeigen. Hier, das sind so Pins dran. Und dann kann man so Physical Computing damit machen und das kann man auch über Processing mittlerweile. Da kann man so Pins ein- und auslesen. Das ist recht schön. Man könnte zum Beispiel auch jetzt Richtung Informationsvisualisierung echt interessante Sachen machen, indem man da Physical Computing Dinge mit einbindet. Man könnte zum Beispiel also entweder verrückte Ausgaben machen, dass man zum Beispiel irgendwelche Motoren steuert und dann irgendwelche Zeiger vielleicht irgendwie eben damit quasi steuert, ja. Oder man könnte auch interessante Eingaben machen, dass man zum Beispiel mit so einem Bewegungssensor berührungslos irgendeine Visualisierung steuern kann. Das könnte man tatsächlich auch machen, sowas. Aber unser Schwerpunkt ist ja jetzt eh erst einmal die reine Datenvisualisierung grafischer Art. Und wir wollen das natürlich jetzt übers Internet machen. Und übers Web. Und deswegen nehmen wir jetzt eigentlich das Processing direkt eigentlich nicht, weil das eben jetzt eigentlich keine Web-Umgebung ist, sondern das ist mehr so, da kann man halt Desktop-Anwendungen machen, sozusagen, die auf irgendwelchen Rechnern laufen. Was auch sehr interessant ist natürlich. Aber es gibt hier noch ein anderes Projekt, das nennt sich p5.js.js. Das ist das hier. Und mit dem wollen wir uns jetzt mal beschäftigen, ja, weil das nämlich eigentlich quasi genauso funktioniert wie Processing eigentlich, aber einfach im Web läuft als JavaScript, also das ist quasi die JavaScript-Variante. Und der Vorteil dran ist jetzt für diese Informationsvisualisierung, dass ich zwar jetzt keine High-Level-Visualisierungsalgorithmen habe, ja, aber ich kann halt direkt und unmittelbar Dinge zeichnen. Ja. Kann auch ganz einfach CSV-Dateien laden. Und ja, und wie das funktioniert, das wollte ich eben jetzt hier mal zeigen. Ja, wir brauchen natürlich noch ein paar Sachen. Also das ist jetzt so, bevor wir hier loslegen, brauchen wir noch ein paar Dinge. Ja. Und da möchte ich jetzt auch mal ganz von vorne anfangen. Weil, wie gesagt, die Zielgruppe ist ja hier Studierende im zweiten Semester, die jetzt vielleicht auch noch gar nicht so viel Ahnung haben von, sagen wir mal, Web-Umgebungen und so weiter, das vielleicht gerade erst lernen. Und ja, was brauche ich noch? Also es gibt hier, wenn ich auf der Seite bin, da könnte ich jetzt auch schon mal auf Download gehen und auf Editor. Wir werden das nicht mit diesem Editor machen. Das gibt einen speziellen P5JS-Editor, der so ähnlich aussieht wie jetzt unser Processing-Editor. Aber ich halte es jetzt für wenig zielführend, jetzt in so einer Web-Umgebung mit so einem Editor anzufangen. Genau. Wir brauchen irgendeinen anderen Editor. Also ich nehme jetzt hier mal Visual Studio Code als Beispiel. Und was wir brauchen, ist jetzt erst einmal vielleicht grundsätzlich dieses Script. Also die Bibliothek, die Programmierbibliothek, die lade ich hier einfach runter bei Download. Und ich werde jetzt eben nicht den Editor nehmen, nicht diese Complete Library. Das ist dann vielleicht auch gar nicht schlecht. Da hat man dann alles Mögliche eingebunden und hat aber auch im Prinzip so ein Template. Ist vielleicht nicht schlecht, nehme ich aber jetzt auch nicht. Das Einzige, was wir eigentlich brauchen, da gibt es hier Single Files, ist entweder dieses oder jenes.
Das ist quasi die Programmierbibliothek p5.js.js und p5min.js. Der Unterschied von denen ist eigentlich nur, dass die Speicherplatz sparender aussieht. Können wir mal kurz anschauen. Ich könnte es ja mal einfach mal mit dem Texteditor aufmachen. Wenn ich jetzt diese normale p5.js-Datei aufmache, dann sieht die im Prinzip so aus. Und man sieht auch, dass es relativ viel Code hier. Und diese andere Version hier, wenn ich die mal runterlade, dann sieht man mal, die ist quasi minifiziert. Das bedeutet, das sind die Zeilenumbrüche vor allem rausgenommen und irgendwelche überflüssigen Leerzeichen, die nicht zur Syntax gehören. Also das heißt, das File ist ein bisschen kleiner, ist aber eigentlich in dem Fall so viel kleiner wird es auch nicht sein, aber es ist auf jeden Fall, wenn ich nicht den Code lesen muss, was ich in der Regel nicht muss, weil ich ja quasi eine Hilfe habe und eine API-Beschreibung, kann ich mir das sparen und dann nehme ich diese p5min.js-Datei, das ist das Einzige, was ich brauche eigentlich. Ja, also die lade ich quasi runter, ja, das heißt, werde die dann in einen Ordner legen. Ja, das heißt, das habe ich jetzt hier schon mal gemacht. Example, der Ordner heißt JS für JavaScript und da liegt diese p5min.js-Datei einfach drinnen und man sieht schon, wie die aussieht. Die ist einfach hier, da kann man es vielleicht noch ein bisschen besser erkennen, eben nicht leserlich, die soll man auch nicht lesen und deswegen. Ja, mache ich die einfach mal zu. Und was ich jetzt brauche, ist so ein JavaScript-Rahmen, ja, wo ich das Ganze dann eben einbinde. Also, oder zumindest mal, was heißt JavaScript-Rahmen? Eine HTML-Datei, in der ich diese Script-File einbinde. Ja. Das heißt, ich mache hier einfach mal eine neue Datei und die speichere ich dann gleich mal ab. Und die nenne ich dann einfach index.html. Genau, so. Und werde jetzt hier einfach mal anfangen, verschiedene Dinge zu machen, wie zum Beispiel einen Head-Bereich. Und in dem Head-Bereich, da binde ich eben dieses JavaScript ein. Ja, das heißt, da gibt es dann hier Script. Type gleich Text JavaScript und Source und da verlinke ich einfach diese Datei p5min.js. Genau. Das ist eigentlich das, was ich mache. Das Ganze muss natürlich hier noch vielleicht eher noch in so einen HTML-Bereich rein. Ja. Und das Ganze kommt da natürlich hier rein. So, ja, das heißt, der Head, der muss natürlich in dem HTML-Bereich rein. Und dann gibt es noch einen Body-Bereich. Genau. Und der muss eigentlich gar nichts beinhalten. Genau, vielleicht machen wir hier noch dieses Doctype HTML dazu, damit wir das als HTML5 ausweisen können. Ja, jetzt bin ich fast fertig mit meinem Setting. Was ich hier noch brauche, ist im Prinzip da noch Raum, um selber Skripten zu schreiben. Das heißt, ich könnte jetzt hier ein Script-Tag machen. Ich könnte aber jetzt hier einfach nochmal eine eigene Script-Datei machen. Und die nenne ich jetzt einfach script.js und speichere die dann auch in meinem script.js-Folder mit ab. Genau. Und die binde ich dann hier auch ein. Und zwar mache ich das nach meiner Library. Das gleiche nochmal. So. Und dann bin ich eigentlich schon fertig mit meinem Setting. Und könnt ihr eigentlich da loslegen, jetzt zum Beispiel irgendwas zu machen, wie so eine Ellipse zu zeichnen. Und zwar könnte ich quasi in meinem Script, wie wir das bei Processing auch gemacht haben, so eine Function
also diesmal nicht Void Setup, sondern wir sind jetzt in der JavaScript-Welt sozusagen. Setup und eine Function Draw machen. So, das wäre jetzt das, was ich mache. Und dann kann ich da einfach auch zeichnen. Ja. Und könnte hier zum Beispiel eine Ellipse zeichnen. So. Ne? Und wäre jetzt eigentlich fertig und jetzt könnte ich eigentlich diese Datei irgendwie aufmachen, zum Beispiel mit Firefox oder so. Aber vielleicht das, was jetzt da nicht funktioniert, ich kann das ja mal versuchen. Moment. Ich bin hier bei Vis. So. Ihr könnt jetzt da das Ganze öffnen. Und da kommt tatsächlich auch der Kreis hier schon am Eck. Der verschwindet hier ein bisschen, weil ja. Ist jetzt vielleicht nicht so hübsch, ja, genau, bloß als Hallo Welt Beispiel soll es jetzt erstmal genügen, das Ganze. Genau, das heißt, ich kann hier direkt auch irgendwas tun. Ich kann das natürlich jetzt, schieben wir den mal rüber und kann dann immer refreshen und kann das Ganze dann neu sehen. Jetzt sehe ich natürlich schon gerade, dass das hier verschwindet, weil der Zeichenbereich ist auch nur 100x100 groß. Den muss ich quasi jetzt vergrößern. Ja. Und das kann ich jetzt mit Size, denke ich mal, versuche ich das mal. Also mal schauen, wie stark das kompatibel ist zu Processing. Ja. Ich mache jetzt hier Size 500x500. Da macht er das jetzt eben nicht, weil er eben Size nicht hat. Der hat dann sowas wie Window. Da muss ich dann eben mal nachschauen in der Hilfe. Das heißt, man kann hier mal bei Library mal nachschauen oder bei Reference und dann einfach mal schauen, wie diese Befehle eben lauten. Das ist ja auch schön strukturiert, Shape, Environment und da könnte es ja dann hier sein. Da gibt es hier Window Width, Window Height, das sind die Konstanten, die ich eben jetzt hier habe und kann jetzt hier verschiedene Dinge eben machen, wie zum Beispiel Display Width ist dann auch die Breite von meinem kompletten Screen, ja, sozusagen, und kann das im Prinzip dann auslesen. Ich kann das auch im Prinzip in meinem Beispiel, habe ich das ja auch schon drin, das muss jetzt nicht mal suchen. Ich kann das im Prinzip mit Create Canvas, das war es hier. Ne? Ich kann hier, ich klaue mir das jetzt einfach mal aus meinem anderen Skript raus, mit Create Canvas eine neue Zeichenfläche machen und die kann ich so breit und hoch machen wie mein Fenster zum Beispiel. Ne? Weil Window Width und Window Height sind ja diese Konstanten. Und wenn ich das jetzt habe, dann kann ich im Prinzip über den Browser, Moment, hier das Ganze größer machen und sehe ich jetzt nicht, was weiß ist. Na, ich könnte jetzt mal die Farbe ändern und könnte jetzt hier sowas machen wie Back, gibt's Background. Ja, genau. Und dann sieht man halt auch schon, dass das Ganze jetzt so breit und hoch ist, wie der Bildschirm gefüllt. Jetzt ist es ein bisschen dumm, dass hier vielleicht noch so Scrollbalken besteht, weil das liegt daran, dass der dieses Padding hier außenrum noch hat. Na, das, wenn man wegkriegen will, vielleicht als Tipp, da müsste ich dann quasi in mein HTML rein und dann hier zum Beispiel noch ein
Stylesheet einbauen. Ich könnte jetzt hier sowas machen wie Style. Also das gehört jetzt eigentlich nicht zu dem, was ich heute zeigen will, weil das gibt es jetzt schon in CSS. Das ist hier so dieser HTML-Baum, dann kann ich vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen. Aber hier muss ich bei dem Stylesheet, da muss ich quasi den Abstand zu dem Rand wegmachen. Und da kann ich dann einfach sagen, beim Body kann ich zum Beispiel Margin 0 machen. Und dann ist es weg. Ne? Genau, dann ist der Abstand im Prinzip weg. Ansonsten muss ich da in diesem Gerüst, in dem HTML-Gerüst, eigentlich relativ wenig machen. Also was ich hier eigentlich nur gemacht habe, ist nochmal eben diesen DOM-Baum zu beschreiben. Da habe ich das ganze HTML. Da gibt es eben den Body-Bereich und den Head-Bereich. Und der Head-Bereich, das ist ja der nicht sichtbare Bereich, da binde ich eben nur die beiden Skripten ein und ändere eben meinen Style, dass eben der Rand eben weg ist. In dem Skriptbereich passiert jetzt Folgendes. Ne? Das heißt, da wird diese Bibliothek eingebunden und dann gleich meine JavaScript-Datei, die eben dann auf dieses Skript aufbaut. Also das heißt, die kennt dann diese Bibliothek schon. Da kann ich die verwenden, das Create Canvas und das Background und das Ellipse. Das sind quasi irgendwelche Funktionen aus dieser JavaScript-Library. Ebenso auch Setup und Draw, das wird quasi aufgerufen, nachdem diese Bibliothek geladen worden ist. Was das Create Canvas macht, ist, das erstellt im Prinzip in dem Body-Bereich dynamisch einen Canvas-Knoten, das heißt einfach ein HTML-Element, das eben diese Zeigenfläche beinhaltet. Da muss ich quasi auch gar nichts da drin machen. Ich kann da vielleicht irgendwie schon was reinschreiben, aber also ich kann das natürlich mischen mit HTML, ne? Das kann ich schon auch machen. Wenn ich das jetzt mache, dann erscheint da natürlich erstmal diese Überschrift erste Ordnung, Hallo, und dann diese Zeichenfläche. Also ich kann das durchaus mischen mit meinen sonstigen HTML-Fähigkeiten, CSS-Fähigkeiten. Was da eben passiert, ist, dass nach dem, was ich hier geschrieben habe, dann dieses JavaScript diese Zeigenfläche generiert. Ja, genau, das passiert da hier. Okay, also das heißt, funktioniert eigentlich ähnlich wie jetzt das Ganze mit Processing, deswegen habe ich das auch vorher gezeigt. Der Vorteil jetzt für Visualisierung ist, dass ich eben auch sofort was machen kann. Und der Nachteil ist, ich habe jetzt keine High-Level-Visualisierungen, aber das Ziel auch von der Veranstaltung ist ja auch, dass man mal im Prinzip die Grundlagen kennenlernt und auch die Art und Weise, wie sowas überhaupt funktioniert, ne? Wie ich Visualisierungen selber machen kann, wie die Algorithmen dahinter auch funktionieren. Ne? Und wenn ich da nur welche aus der quasi Schublade ziehe und verwende, dann lerne ich ja auch nicht, wie das Ganze im Detail funktioniert, wie das aufgebaut ist. Und ich kann natürlich auch mir selber eigene Sachen einfallen lassen, was ja sonst auch schwierig ist, wenn ich eben irgendwas nehmen, was schon fertig ist. Ja? Genau. Und das ist jetzt schon mal, denke ich, eine gute Grundlage. Also ich kann schon mal was zeichnen. Was ich jetzt auch noch machen muss, ist Daten laden. Ja? Das ist das Nächste, was ich eben machen will. Das geht da auch so einfach wie ein Processing. Ja? Zeige ich gleich. Das heißt, ich brauche natürlich diese Daten, die wir gesagt haben. Die möchte ich hier dann runterladen. Als Tabelle. Ja? Da kann ich mir irgendwas aussuchen. Kann die dann zum Beispiel einfach mal so eine erste Tabelle hier, kann man mal gucken, Tabelle abrufen. Da habe ich dann verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir die hier eben, wenn ich da Werteabruf mache, dann komme ich gleich auf so eine Download-Seite und da kann ich das Ganze eben
als CSV-Datei oder auch als XML-Datei runterladen. Da habe ich eine Vorschau, das heißt, da ist erstmal so eine Vorschau, da sieht man mal, das sind einfach ganz viele Zahlen natürlich. Das sind eben die Geburten seit 1950, männlich, weiblich insgesamt. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Okay, jetzt habe ich aber noch ein kleines Problem, wenn ich jetzt mit dieser Webumgebung arbeite hier und das Ganze mir eben jetzt in meinem Browserfenster anschaue, dann gibt es Probleme, wenn ich jetzt lokal entwickle und Daten laden will von meiner Festplatte, dass zum Teil die Browser das gar nicht erlauben, ja, weil das irgendwelche Sicherheitseinstellungen sind. Die kann ich natürlich irgendwie umgehen, aber es muss ich nicht, und deswegen möchte ich noch anregen, dass Sie das Ganze einfach nicht, wie ich das jetzt hier gemacht habe, einfach die index.html-Datei starte, indem ich die anklicke, und dann macht er eben die lokale Datei, wie man hier an der Adresse sieht, eben im Browser auf, ne? File, Doppelpunkt, mehrere Slashes, Users, Dieter Meiler, this example, das ist quasi die Adresse, der Ort, wo die Datei eben auf der Festplatte liegt. Da könnte ich jetzt Probleme kriegen, die Datei, diese CSV-Datei mit reinzuladen. Ja. Und deswegen mache ich Folgendes, ich installiere mir noch einen Webserver. Ja. Was ich dann, kann ja mal das Ergebnis zeigen, was ich dann habe, wenn ich den Webserver installiert habe, dann kann ich quasi über den lokalen, also meine lokale Webadresse, die heißt eben localhost oder 127.0.0.1 normalerweise, ist das gleiche, na, das ist nur die Abkürzung davon. Dann habe ich quasi eine Domain-Adresse, Domain-Namen, der heißt eben localhost, da kann ich das auch zugreifen. Und dann kann ich da zum Beispiel auf das Beispiel wieder drauf surfen, und dann habe ich hier eine andere Adresse drin stehen. Dann läuft es quasi in so einer Webumgebung, also auf einem quasi lokal installierten Webserver. Und dann habe ich das Problem nicht, dass ich irgendwelche Daten nachladen kann. Also das ist ja hier in dem Beispiel noch nicht der Fall, aber im nächsten. Und da möchte ich auch noch mal kurz ein paar Tipps geben vielleicht, wo Sie diese Webserver herbekommen. Ja, also da gibt es dann zum Beispiel für den Mac, wo ich hier arbeite, gibt es hier den MAMP. Das ist so eine Umgebung, da habe ich eben verschiedene Sachen drinnen, unter anderem einen Webserver oder sogar zwei, nämlich Apache und Nginx. Ich habe auch noch einen Datenbankserver und verschiedene Skriptsprachen mit drinnen. Ist zum Entwickeln gar nicht schlecht, weil ich eben die Sachen nicht alle einzeln installieren muss. Das Ganze läuft auch auf meinem Rechner, also das ist nicht in so einem Docker-File oder so, sondern das ist einfach relativ simpel, das läuft quasi in meinem Rechner, das Dateisystem ist das gleiche. Ich lade es einfach runter, das Ganze, und installiere das Ganze. Und da muss man aufpassen, da gibt es eben immer eine kommerzielle Version, MAMP Pro, und eben eine frei verfügbare, die ich ja auch jetzt hier nutze. Das kann man auch mal kurz zeigen, ja, dieser Elefant, das ist quasi das Logo, wenn ich das starte. Da kann ich einfach über Server starten und beenden, das Ganze eben aktivieren, und dann läuft der Webserver. Da sehe ich dann hier, was gestartet worden ist, Apache Server, MySQL brauchen wir jetzt in dem Fall nicht, oder irgendeinen Cloud-Dienst auch noch. Schön ist auch, ich kann hier bei Einstellungen auch gleich zum Beispiel den Ort meines Webservers, eben den Webroot, festlegen. Ich kann hier einfach auf Auswählen gehen, und das ist ja dieser Ordner. Der WIS ist quasi der Ordner, den ich hier genommen habe, um als Webroot zu funktionieren. Das heißt, wenn ich dann Localhost hier eingebe, dann lande ich eben in diesem Wurzelverzeichnis auf meiner Festplatte WIS. Die Visualisierung jetzt in dem Fall, und dann kann ich hier noch durch
wie durch so ein quasi Dateibrowser wird hier nochmal angezeigt als HTML-Seite sozusagen. Und wie gesagt, für Webentwicklung gar nicht schlecht und jetzt in Verbindung mit der Datenvisualisierung auch ganz interessant, weil ich eben ja Daten laden will und aufgrund von Sicherheitseinstellungen das vielleicht nicht funktioniert. Weiterer Vorteil ist auch, dass manchmal Leute, gerade Anfänger, den Fehler machen, dass sie ihre Daten irgendwo in einer Art und Weise die Pfade angeben, die eben jetzt für zum Beispiel Windows im Dateisystem üblich sind oder absolute Pfade angeben und dass das dann lokal bei Ihnen am Rechner zwar gut funktioniert, das Ganze, der Code, aber wenn man den dann weitergibt oder wirklich auf einen echten Webserver hochlädt, dass es dann nicht mehr funktioniert. Und den Nachteil kann ich da eben auch ausgleichen, indem ich einfach mir diesen Webserver eben installiere und gleich mit dem arbeite. Ja? Das ist eigentlich auch ein gewisser Vorteil. Das heißt, das Ganze wirkt dann schon mehr wie im Web sozusagen. Genau, also das heißt, ich brauche da noch diesen Webserver. Es gibt noch andere, also ich möchte jetzt nicht nur den MAMP vorstellen, es gibt noch den bekannten XAMPP. Das ist quasi ein ähnliches Projekt. Also MAMP steht ja hier eigentlich für, das ist so eine Abkürzung, M steht für Macintosh, A für Apache, M für MySQL und P für PHP. Das sind die ganzen Software-Umgebungen, die da eben mit installiert werden auf dem Macintosh. Apache ist eben ein ist der Webserver, auf den es uns jetzt auch hier ankommt, oder eben Nginx, das ist also ein alternativer Webserver und irgendwelche Skriptsprachen, die eben Server-Skriptsprachen sind, die ich jetzt eigentlich auch nicht brauche. Also mir geht es ja jetzt eigentlich nur um den Webserver, dann nehme ich jetzt auch der Faulheit halber einfach den Apache-Webserver. Aber MAMP ist eben diese Abkürzung für Mac, Apache, MySQL und PHP. Da habe ich quasi so ein Bundle an verschiedenen Dingen. Es gibt es hier auch, wie man sieht, für Windows. Deswegen kann ich das natürlich schon auch einfach runterladen und installieren. Was ich jetzt empfehlen würde vielleicht. Es gibt aber den XAMPP. Und da muss man halt, da ist es so, dass da das X steht für verschiedene Zielplattformen. Also nicht nur M wie Mac, sondern auch W wie Windows oder L wie Linux. Apache auch wieder, ist natürlich auch so, dass hier auch so dieser Nginx Webserver auch mit dabei ist, MySQL, PHP und Perl steht da ja hier. MariaDB ist eben die neue Bezeichnung von MySQL, muss man auch dazu sagen. Das ist im Prinzip die nicht kommerzielle Version von MySQL, weil das ja normalerweise ein Oracle-Produkt ist. Gut, kann man auch runterladen, installieren. Das Problem hierbei ist nur, dass das in so einer Art Container-Umgebung läuft. Und wenn man das macht das Entwickeln vielleicht ein bisschen umständlicher. Deswegen kann man vielleicht auch mal schauen, dass man eine andere Version runterlädt. Also das kann man hier auch machen. Da gibt es hier weitere Versionen. Und da kann man dann mal schauen, ob welche die geeignete Version eben ist. Da gibt es eben jetzt verschiedene Zielplattformen, ja genau. Da möchte ich aber jetzt auch nicht mehr dazu sagen, also wie gesagt am Beispiel von MAMP ganz einfach, wie es funktioniert, halte ich auch für sehr komfortabel, weil man auch gerade den Root-Pfad sehr schön ändern kann. Das muss man vielleicht bei XAMPP nicht so, kann man nicht so komfortabel über eine grafische Oberfläche machen, deswegen ist das vielleicht hier ganz schön. Genau. Und ich will damit auch nicht zu viel Zeit verbringen. Mir geht es ja nur darum, dass eben die Daten, die ich dann speichere von meinem Statistikportal, dass ich die dann wieder laden kann in JavaScript. Genau. Ja, und jetzt sind wir eben wieder bei P5, JS angekommen. Da gibt es eben verschiedene auch Beispiele, die man sich anschauen kann, was man Tolles machen kann. Das sind im Wesentlichen diese Beispiele, die man auch im Processing, eigentlich die gleichen. Das ist eben nur quasi auf JavaScript portiert. Man sieht dann immer hier gleich den Code dazu. Das ist hier im Prinzip das laufende Programm. Und hier hat man gleich den Quellcode dazu. Das ist natürlich relativ schön. Das ist alles in JavaScript geschrieben und kann dann eben Learning bei
Doing und halt eben auch durch Betrachten von dem Ganzen sich das eben einfach mal anschauen, wie das funktioniert, wie die das gelöst haben. Das sind irgendwelche Beispiele, die recht einfach sind. Ja. Kann zum Beispiel auch mal, wie man Wörter schreibt, Text in der Umgebung P5. Ja. Und da ist vielleicht noch mal was dazu zu sagen, grundsätzlich, wie ich Grafiken eben hier darstelle, weil Sie das ja auch nicht wissen, vermutlich. Der Text, der so hier steht, na, das ist ja HTML-Text, den kann ich hier auch zum Beispiel auswählen, indem ich eben den mit der Maus markiere. Das kann ich bei dem Text hier nicht machen. Und zwar deswegen, weil das nämlich ein Canvas-Objekt ist. Also das heißt, wenn ich mir, kann ja mal kurz einmal mir das Ganze im Browser mal anschauen. Also ich gehe jetzt einmal quasi unter die Haube, wie das funktioniert. Das ist jetzt, das müssen Sie quasi jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen können. Ich will bloß einmal die Technik erklären. Wenn ich mir das hier anschaue und mit dem Inspektor, dann sehe ich hier, da steht Canvas-Objekt, Canvas. Das ist hier. Das wird quasi, was das Ding macht, ist wirklich dieses, das was Sie hier sehen, das ist dieses Canvas-Objekt, das sehen Sie normalerweise nicht. Das ist generiert von der Processing Library. Das kann ich auch hier nochmal anschauen bei meinem Example. Wenn ich hier nochmal das Ganze mir anschaue und mit dem Inspektor untersuche, dann sehe ich hier auch, nach meinem Hallo, da ist dieses Canvas-Objekt plötzlich generiert worden. Das hat quasi JavaScript selber, hat HTML generiert und hat das hier reingeschrieben. Da ist quasi dieses Canvas-Objekt mit so einer ID auch, die kann ich dann quasi auch irgendwo anders hin tun und so, wenn ich die ID habe. Und da ist auch die Breite und Höhe mit rein kodiert. Und das hat quasi das JavaScript gemacht. Und Canvas heißt jetzt einfach, das ist eine Zeichenfläche, wo ich wirklich jeden einzelnen Pixel beeinflussen kann. Ja, das ist eigentlich die Idee von einer Canvas-Zeichenfläche. Und was ich hier quasi wirklich mache, ist Bitmap-orientiert zeichnen. Wir werden auch, denke ich, noch andere Möglichkeiten uns anschauen. Also nicht heute, vielleicht in dem nächsten Video dann auch oder in der nächsten Einheit, wie man andere Dinge noch nehmen kann zum Zeichnen, weil in einer Webumgebung, da habe ich ja verschiedene Möglichkeiten. Da habe ich ja nicht nur die Möglichkeit, hier so eine Canvas-Fläche zu machen, sondern ich kann natürlich jetzt grundsätzlich mal überhaupt HTML-Elemente machen. Ja, also das kann ich natürlich auch machen. Und es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, eben Grafik zu machen. Eine gängige Variante ist zum Beispiel Scalable Vector Graphics zu nehmen. Das ist im Prinzip eine XML-artige Beschreibung von Grafik. Ja. XML, da gibt es ja auch eben eine Einheit drüber und über diese Datenformate. Ist so ähnlich wie HTML, aber ist nicht das gleiche und es gibt eben Scalable Vector Graphics, da kann ich im Prinzip Grafik beschreiben. Vielleicht kann man es auch mal ganz kurz, damit Sie da eine Vorstellung haben, wenn ich jetzt SVG, andersrum, SVG, mir einfach anschaue, dann kommt hier Scalable Vector Graphics auf Wikipedia. Kann man zum Beispiel hier auch mal schauen, wie man eine Ellipse macht. Und da ist es so, da gibt es eben irgendwelche Tags, die eben so ähnlich sind wie HTML-Tags. Und da kann ich quasi eine Ellipse einfach beschreiben mit einem Ellipse-Tag. Ja? Oder eine Linie eben wie eine Linie. Ne? Und ich kann natürlich damit auch Grafik machen. Es gibt natürlich auch Bibliotheken, die das Ganze machen. Also die JavaScript, die das Ganze generiert. Der Vorteil von Scalable Vector Graphics ist erstmal, hat verschiedene Vorteile. Ne? Also das ist skalierbar, es ist eben keine, sind keine Pixel. Ne? Ich muss nicht jeden einzelnen Pixel beschreiben, es ist vielleicht irgendwie, wirkt irgendwie glatter vielleicht. Also für uns jetzt, ich sage jetzt mal, was es für uns bedeutet.
Man kann auch Text rauskopieren, weil es nämlich auch Textknoten gibt. Aber ich möchte trotzdem jetzt mal anfangen mit diesem Canvas-Objekt und mit dem P5, weil das relativ straightforward und einfach ist. Also das ist ein guter Einstieg für Visualisierung im Web und eben mit der Verwandtschaft auch zu dem ganzen Processing ist das auch jetzt eigentlich relativ quasi gut zu lernen und auch das Wissen kann man von anderen Technologien, eben wie jetzt eben Processing selber, das vielleicht auch auf dem Raspberry läuft, da kann man Code relativ gut eben recyceln, auch ähnliche Projekte machen und so weiter. Also eignet sich relativ gut. Ich wollte bloß mal sagen, es gibt eben diese Möglichkeit, eben zum Beispiel noch diese Scalable Vector Graphics zu machen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel 3D-Grafik mit WebGL kann man auch machen. Also in JavaScript kann man mittlerweile eine ganze Menge Dinge tun, um Grafik zu machen. Und wie gesagt, nicht zu vergessen, einfach Standard HTML Elemente, die man ja mit Style Sheets auch noch irgendwie optisch verändern kann. Also das gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit rein über HTML zu arbeiten. Ich denke mal, üblich ist oft dieses Scalable Vector Graphics. Und um da noch mal kurz noch was dazu zu sagen, es hat einige Vorteile, denke ich, aber ein großer Nachteil ist, jetzt gerade bei der Datenvisualisierung, und da wird es wieder relevant für uns, dass bei großen Datenmengen die Performance ganz stark abnimmt. Ne? Und zwar einfach aus dem Grund, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte 1 Million Kreise zeichnen, dann hat man 1 Million Ellipse oder Circle Knoten als XML Knoten im Quelltext stehen. Ja? Und bei, können wir ja gleich mal machen, wenn ich das jetzt hier mache, zum Beispiel, ich zeichne 1 Million Kreise, das kann ich eigentlich ganz gut machen, indem ich sage, okay, ich mache mir einfach Koordinaten zufällig, ne? Ich sage jetzt hier var xp gleich math und random, oder es geht auch direkt random, glaube ich. Genau, da kann ich jetzt ein Pseudo-Random-Number machen oder ich kann auch sogar angeben, die müsste eigentlich auch gehen. So, ich mache mir jetzt hier eine Zufalls-X-Position, eine Zufalls-Y-Position und zeichne dann eben den Kreis zufällig an der Position. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel wieder das Ganze aufrufen und dann, man sieht schon, was passiert, oder man kann es, glaube ich, schlecht erkennen, das flirrt jetzt hier so, ne? Weil ich den Hintergrund immer wieder lösche. Den kann ich natürlich wegnehmen. Wenn ich jetzt den Hintergrund hier rausnehme, dann bleiben die Kreise einfach an der zufälligen Position stehen. Die machen wir jetzt vielleicht einmal ein bisschen größer, sonst sieht man die nicht hier bei der Aufzeichnung. Und jetzt, wenn ich das Ganze aktualisiere, dann ist der Hintergrund eben nicht mehr neu gezeichnet und dann werden immer die Kreise drauf gezeichnet. Und jetzt brauche ich eigentlich nur warten, bis ich 1 Million Kreise habe. Ne? Zum Beispiel. Ne? Also es ist eine Möglichkeit, das zu machen. Der Vorteil hier bei ist, ich muss mir nicht quasi einen Knoten machen, wo der diesen einzelnen Kreis beschreibt oder den hier. Also das ist, muss ich da nicht machen, weil das eben nur auf der Zeichenfläche einmal gezeichnet wird und einfach nicht mehr gelöscht wird. Das heißt, ich kann natürlich da relativ viele große Mengen von Daten einfach zeichnen, indem ich es einfach mache und dann wieder vergesse sozusagen. Weil die Information ist hier eben nur als Pixel dann sozusagen noch vorhanden und deswegen ist es eigentlich eine relativ performante Art,
jetzt große Datenmengen zu visualisieren, wo dann auch, da gibt es ja andere Bibliotheken, die mit Scalable Vector Graphics arbeiten, die wir uns ja auch noch anschauen werden, später vielleicht in einer anderen Einheit, also zum Beispiel D3.js ist ja sehr beliebt, aber wenn man da Millionen Datensätze eben darstellen will, dann wird es auch recht unperformant, auf jeden Fall. Ne? Genau. Kann auch mal das Hallo wieder rausnehmen hier. Genau. Und dann hat man das Ganze eben Fullscreen. Und so könnte ich jetzt eben einfach mal 1 Million Daten darstellen, sozusagen. Ja. Aber jetzt zurück zu unseren Geburtsstatistiken. Ja. Genau, also da können wir uns das mal anschauen. Ich habe den Code ja auch schon quasi getippt und vorbereitet. Dann können wir da jetzt einfach mal Zeile für Zeile durchgehen. Ich kann auch mal das Ergebnis kurz mal zeigen. Ich werde jetzt einfach mal zurückgehen hier auf meinen Standard, und zwar einfach, ich gehe jetzt einmal diesen Statistik Geburten, diese Visualisierung durch, die ist jetzt quasi dynamisch generiert, also da bewegt sich jetzt auch nichts, das ist einfach mal so ein Beispiel, wie man eben Daten dynamisch darstellen kann. Wenn der Datensatz jetzt zum Beispiel sich verändern wird, dann könnte man das nochmal neu laden, dann wird das auch anders generiert werden. Das ist natürlich jetzt eine rein statische Sache, da könnte ich natürlich gleich ein Bild draus machen, das abspeichern, aber ich kann das natürlich irgendwo auch gleich mit interaktiven Features irgendwie auch noch versehen, dass ich da zum Beispiel draufklicken könnte. Das ist aber jetzt in dem Beispiel erstmal nicht der Fall, weil mir geht es jetzt einfach mal um das Zeichnen und um überhaupt einmal das Prinzip zu verdeutlichen. Und was man hier sieht, da unten sind die Jahre, ja, das heißt, das ist jetzt, geht von 1946, ist der erste Eintrag, das geht jetzt bis 2011, das ist jetzt ein Datensatz, der eben nicht bis 2020 geht. Und das sind offensichtlich auch noch mehr, nicht nur jetzt Datenmerkmale, wie jetzt zum Beispiel nur die Anzahl der Geburten, das heißt die Anzahl der Geburten je 1000 pro Jahr ist in der Achse aufgetragen. Da habe ich hier eine maximale Anzahl von Geburten, das war hier in den 60ern. Also da fallen verschiedene Dinge auf. Erstmal, also ich habe die Anzahl der Geburten überhaupt, ich habe natürlich das Ganze im Jahr. Ich habe hier noch eine Legende, da steht dort E-Schließungen. Das heißt, diese schwarzen Kreise, die sind unterschiedlich groß. Die stehen jetzt für die Anzahl der E-Schließungen, die in dem Jahr eben stattgefunden haben. Da kann man auch gleich mal erkennen, dass die am Anfang relativ häufig waren und dann immer mehr abgenommen haben. Dann gibt es noch ein weiteres Merkmal, und zwar hier dieser blaue Kreis, der bedeutet eben der Knabenüberschuss, und je blauer der Kreis ist, desto mehr Männer wurden geboren, also männliche Kinder. Und man sieht vielleicht auch, dass am Anfang, also nach dem Krieg, relativ viele Männer geboren worden sind. Das hat dann irgendwo immer weiter abgenommen, aber Überschuss bedeutet eben mehr. Das sind dann trotzdem, weil es leicht blau ist, immer leicht mehr Männer als Frauen, also Mädchen als Jungen als Mädchen. Das war aber offensichtlich nach den Kriegsjahren relativ, der Unterschied war da noch größer. Was jetzt auch auffällt, also wenn man jetzt diese Kurve gleich mal anschaut, dann kann man ja da schon mal gleich einige Informationen auch rausziehen. Um das vielleicht nochmal zu wiederholen, ich habe hier so eine Art Mapping von diesen Merkmalen, den statistischen Merkmalen, zu visuellen Variablen. Das bedeutet, was ich hier habe, ist erstmal eben das Merkmal überhaupt mal Geburten.
wird gemappt auf diese visuelle Variable y-Achse. Ja. Das heißt auf eine Achse. Die x-Achse ist klar, das ist ja dann sind die Jahre. Dann das nächste Merkmal, das ich habe, sind eben die E-Schließungen. Das habe ich dann auf eine weitere visuelle Variable gemappt, nämlich die Größe. Ja. Das heißt die Größe einfach meines Kreises. Eine weitere visuelle Variable ist eben Farbe, ja, und die habe ich dann, da habe ich den Knabenüberschuss quasi auf diese Variable Farbe gemappt. Ja. Und man hat natürlich nur begrenzt viele zur Auswahl. Jetzt gerade im 2D-Bereich, ich könnte jetzt eine dritte Dimension nehmen, aber irgendwo habe ich nur eine begrenzte Anzahl von visuellen Variablen, die ich überhaupt verwenden kann. Was vielleicht hier noch ein weiterer Nachteil ist, bei diesen visuellen Variablen eben, was ich eigentlich ja, leider nicht anders machen kann, rein physikalisch nicht, dass ich zum Beispiel die Ausprägungen der Merkmale, die sind ja im Prinzip, die können ja unterschiedlicher Art sein. Also zum Beispiel bei den Geburten, da ist es eben einfach eine natürliche Zahl, also das heißt der ganze Zahl, weil also eine Geburt oder die Anzahl der Geburten pro Jahr, die, ja, die kann nicht negativ werden, die kann natürlich auch nicht unendlich groß werden. Und der Datentyp ist natürlich jetzt eigentlich, also wenn man jetzt vom Informatik-Jargon ausgeht, ist es natürlich jetzt eine Float, also das heißt, das ist eine reelle Zahl. Also die Geburtenanzahl ist natürlich eine natürliche Zahl, aber wenn ich jetzt einen Durchschnittswert bilde, dann brauche ich reelle Zahlen, um das eben abzutragen in einer Achse, ja? Weil ich ja einfach immer auch von Durchschnittswerten ausgehe. Genauso der Knabenüberschuss, ja? Das sind ja immer irgendwelche Durchschnittswerte, sind immer irgendwelche reellen Zahlen. Und das Ganze auf eine Farbe zu mappen ist schon auch schwierig, weil ich das vielleicht gar nicht so gut erkennen kann. Also da eignen sich vielleicht andere Datentypen dann besser, um die jetzt auf Farben zu mappen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe nur 4 Merkmalsausprägungen, ne, zum Beispiel sowas wie männlich, weiblich und also da hätte ich jetzt nur 2, aber was ich sage, wenn ich sage Altersgruppen oder sowas, na, wenn ich das Ganze dann noch irgendwie dann in irgendwelche Bereiche einteile, dass ich sage von 0 bis 10, von 10 bis 20, von 20 bis 30, solche quasi Gruppierungen mache, dann könnte ich das vielleicht auf Farben mappen, auf 4 Farben oder so, oder männlich-weiblich auf blau und rot. Dann eignen sich dann natürlich Farben besser, weil ich eben feine Unterschiede eben bei Farben gar nicht so gut erkennen kann. Da eignet sich halt jetzt sowas wie für reelle Zahlen eben sowas wie eine Achse relativ gut. Deswegen ist das eben die erste Wahl für den Wert, den ich eben jetzt als eben große Zahl quasi oder in einem großen Zahlenraum, wenn ich habe, dann kann ich das am besten so auf eine Achse abtragen. Genau. Okay, und deswegen sieht die so aus, wie sie jetzt aussieht, die Visualisierung. Was vielleicht noch auffällt ist, ich möchte das Ganze mappen auf meinen Screen, das heißt, ich möchte es natürlich komplett ausnutzen, das Ganze. Ne? Also ich möchte quasi den ganzen Visualisierungsraum ideal ausnutzen und dazu brauche ich auch schon mal einen quasi Maximalwert, weil das ja der größte Wert in meiner Tabelle wird. Ne? Das heißt, dieser Ausschlag hier oben in den 60ern, wo offensichtlich relativ viele Kinder geboren worden sind, der muss natürlich da oben sein und nicht da unten. Aber es könnte auch sein, dass die Kurve hier entlang läuft. Das heißt, ich muss das irgendwie quasi maximale Skalierung, die muss ich richten jetzt in dem Fall nach meinem größten Eintrag. Ja. Genau. Und dazu muss ich mir den natürlich, bevor ich überhaupt was zeichne, erstmal vielleicht ausrechnen. Das werden wir dann gleich im Code sehen. Ne? Also
Weil wenn ich das eben nicht mache, dann könnte ich, wenn ich das nur irgendwie schätze, dann könnte es sein, dass die Kurve da unten läuft oder vielleicht sogar so flach, dass ich es gar nicht sehe. Das heißt, ich möchte natürlich hochskalieren irgendwo. Ne? Und dazu muss ich natürlich einmal durch den Datensatz durch und mit dem maximalen Wert irgendwo merken. Ja? Also das fällt noch auf, dass das eben komplett skaliert ist. Und abgesehen davon ist zur Informationsvisualisierung vielleicht ganz informativ, weil da kann man natürlich jetzt schon jetzt rein von der Semantik, von der Bedeutung her relativ viel rauslesen. Um das jetzt mal zu interpretieren hier, das Beispiel, da sieht man ja auch eben nach dem Krieg war vielleicht jetzt hier so eine leichte Delle, weil da war am Anfang, also erstmal ging es hoch und das war wahrscheinlich einfach, ich interpretiere das jetzt einfach mal, ohne jetzt da irgendwie weitere Kenntnisse drüber zu haben, nur das, was ich eben gefühlsmäßig sagen kann, aber das kann man ja auch schon mal da Interpretationen eben zuordnen und meine Interpretation wäre jetzt, dass nach dem Krieg eben jetzt vielleicht die Freude recht groß war, dass man sagt, okay, man sieht sich wieder, die Männer sind wieder daheim, dann gibt es jetzt erstmal quasi einen Anstieg an Geburten natürlich. Danach kam so eine Delle, weil dann kam nämlich auch eine Zeit, wo es einfach, da gab es quasi auch Hungersnöte und so in Deutschland. Da ging es den Leuten erstmal schlechter. Und dann kam aber dann nach den 50ern oder so, Ende 50er, dieses Wirtschaftswunder und da ging es steil bergauf, ne? Dann gab es die Fresswelle, Wohlstand und so weiter. Den Leuten ging es gut, da wurden natürlich dann auch mehr Kinder gezeugt. Ja, und was jetzt hier passiert ist, das ist vielleicht auch schon vielen klar, da ist die Anti-Baby-Pille erfunden worden und da gab es den sogenannten Pillenknick, das ist dieser hier, ne? Den nennt man ja dann auch so in der Statistik, weil einfach dann es möglich war, einfach geplant eben Kinder zu bekommen oder auch nicht. Und das sieht man schon mal, dass das eine immense Auswirkung hatte, nämlich da geht es nämlich richtig runter. Da gab natürlich dann, waren natürlich weitere gesellschaftliche Entwicklungen da noch mit beteiligt, wie zum Beispiel, dass man sagt, okay, dass die Frauen vielleicht auch mehr arbeiten gehen und jetzt einfach selbstbewusster waren, eine Gleichberechtigung. Und das war ja gerade in den 60er, 70ern ein Riesenthema. Und deswegen wurde da eben jetzt vielleicht einmal die Geburtenrate so stark gesenkt. Und dann blieb es eben auf einem, sagen wir mal, relativ stabilen Niveau. 89 war die Wende. Und da ist es wahrscheinlich auch so, dass in diese Statistik bis dahin nur die westdeutschen Geburtenzahlen eben mit eingeflossen sind. Und dann ab 89 ging es nochmal irgendwie runter, weil dann plötzlich die Bevölkerung der ehemaligen DDR, die offensichtlich noch mehr gearbeitet haben, da die Frauen, da ist es dann nochmal weiter gesunken und dann war das so ein allgemeiner Trend, dann ging es eben ganz schön weit nach unten, bis eben diese 1,3 Kinder pro Frau jetzt quasi, die man ja eine Zeit lang immer hatte, eben sich da etabliert haben. Das hört aber 2011 auf, also das ist jetzt mal vielleicht dann die positive Nachricht in Bezug auf diese Geburtenrate. Diese Statistik, die gibt es eben bis 2020 und da würde mich jetzt interessieren, das wäre jetzt quasi die Aufgabe auch dann, die Sie dann auch machen könnten, einfach die neue Statistik zu nehmen und diese Visualisierung eben nochmal neu zu machen und die letzten Jahre damit einzubauen, um zu sehen, dass wahrscheinlich, könnte man vorstellen, die wieder gestiegen ist. Also man kann ja auch mal einfach mal versuchen, den Datensatz selber nachzuschauen und ja, da kann man mal, machen wir es halt so, das sieht man 2019, das hier von 3 auf 4, da geht es eben, 2011 war schon weniger und das geht natürlich wieder hoch irgendwo. Ne? Also
Es ist vielleicht ganz interessant, einfach mal zu sehen, wie sich es dann wirklich weiterentwickelt hat. Das wäre dann quasi die Aufgabe, die man noch machen kann. Natürlich jetzt aus gegebenen Anlass aktuellen wäre es natürlich dann für weitere Zukunft mal nächstes Jahr interessant zu schauen, setzt sich der Trend jetzt fort bei Corona, hat das irgendeine Auswirkung auf die Bevölkerungsentwicklung? Da bin ich nämlich auch mal gespannt. Könnte positive Effekte haben, dass die Leute zu Hause sind, könnte aber auch negative Effekte haben, wie eben Angst vor der Zukunft und so weiter oder Arbeitslosigkeit. Da bin ich echt mal gespannt, welche Auswirkungen das auf die Bevölkerungsentwicklung hat. An sich, wie gesagt, kann man da diese geschichtlichen Ereignisse relativ gut eben eigentlich ablesen an dem Ganzen, wenn man das sich so anschaut. Und jetzt vom Technischen her, also das war jetzt einmal die Erklärung dazu. Wir haben ja jetzt angefangen, eben da mal dieses Setup zu machen. Wir können das jetzt auch dank der Serverumgebung jetzt auch laden. Und wenn ich jetzt einmal diese Statistik mir anschaue, dann, die ist jetzt hier in diesem Ordner, da können wir die Sachen mal hier einfach zumachen. Die ist jetzt hier in dem Ordner, da gibt es jetzt einen Ordner Data, da ist eben diese Statistik drin, die heißt jetzt hier StatiBig. Das ist übrigens nicht die, die Sie da jetzt auch einfach finden über diese, über das Portal. Die gibt es, glaube ich, so in der Art gar nicht mehr, weil da eben diese, der Knabenüberschuss zum Beispiel mit drin war und die Eheschließungen, die waren da in der Tabelle mit drin. Was ich hier jetzt über das Portal jetzt gefunden habe, waren eben zum Beispiel diese Tabelle, die eben das nicht beinhaltet. Wenn man den Kopf anschaut, dann steht hier nur männlich, weiblich insgesamt. Knabenüberschuss kann man sich natürlich selber ausrechnen dann in dem Fall. Aber da sind jetzt diese Eheschließungen zum Beispiel nicht dabei. Die müsste man dann quasi, deswegen kann man den Code nicht 1:1 verwerten, aber das ist ja auch ganz gut, weil für die Übung können Sie das mal selber dann versuchen. Ja, also die, da liegen die Daten drin, ich kann mir die auch nochmal anschauen. Ja, das ist hier diese CSV-Datei, Komma getrennt, da oben der CSV-Header, ja, eben Knaben, Geburten. Ja, ist die Jahreszahl, ist auch klar. Die Durchschnittswerte, ach, da sind die Ehen mit dabei. Gut, was sage ich? Also in meiner sind natürlich die Ehen dabei. In der aktuellen Tabelle, die sieht so aus, da sind die eben nicht dabei. Vielleicht noch ein paar Sachen zu der CSV-Datei, das habe ich ja auch in den letzten Videos schon ein bisschen mit erwähnt. Was man hier zum Beispiel sieht, ist hier männlich, da ist ein komisches Zeichen mit drinnen. Das liegt daran, weil nämlich das Ganze keine UTF-8 Unicode-Datei war, sondern irgendwie eine andere Datei. Das heißt, ich könnte es jetzt einfach neu reinschreiben und das Ganze dann einfach speichern nochmal. Dann wäre das jetzt auch behoben sozusagen. Da muss man halt auch aufpassen, dass sich da nicht solche Fehler einschleichen. Da der Header, den könnte ich könnte zum Beispiel diese anderen Sachen raus löschen, weil die ja nicht zu meinen Daten gehören, die sind ja nur die Metadaten, die damit drin stecken. Genauso unten gibt es nochmal was, das müsste ich vielleicht auch löschen hier, ne? Also diese Sachen. Sonst wird es nicht laden. Ne? Also wenn Sie das dann selber machen, muss man den vielleicht noch ein bisschen bereinigen, den Datensatz. Das könnte man jetzt auch mit Python machen, ne? Indem ich sowas wie irgendwie einfach drop irgendwelche Zeilen raus lösche oder irgendwie irgendwie Skip Row gibt es ja auch, wo man einzelne Zeilen eben einfach von Pandas her eben entfernen kann. Und dann könnte ich das mit TuCSV wieder abspeichern. Also ich könnte das Ganze mit Pandas bereinigen nochmal. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Eben das wäre dann auch bei unserer Lehrveranstaltung auch Teil der Studienarbeit, das zu machen eben. Ne? Also, aber ich möchte es ja jetzt, Schritt für Schritt eben aufziehen und deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ich habe so einen bereinigten Datensatz wie den hier, wo ich eben jetzt die einzelnen Merkmale eben habe, wie Ehen, Knaben und Geburten und dann
habe ich im Prinzip ein Index.html-File. Das sieht dann so aus. Ich habe da damals, glaube ich, diesen Editor genommen. Der hat mir dann auch diese Zeilen rein generiert. Die können wir quasi rauslöschen. Und dann habe ich eigentlich das gleiche nochmal. Ich habe im Prinzip das Skript eingebunden, dann dieses JavaScript, das eben diese Visualisierung macht. Und das ist jetzt quasi der Kern von dem, was ich hier erzähle. Das ist diese Statistik. Da sind nochmal die Links drinnen zu den einzelnen Tabellen. Und jetzt funktioniert das eben wie folgt. Ich habe hier eine globale Variable. Das ist einfach so, meine Daten sind da drinnen, die heißt Table. Ich habe diese Setup-Function, die ich ja schon erwähnt habe, das ist die gleiche wie bei Processing im Prinzip. Diese Setup-Function, die wird eben am Anfang aufgerufen. Und ich habe noch eine weitere Function, die noch vor der Setup-Function aufgerufen wird, und das ist diese Preload-Function. Das heißt, die kann ich nehmen, um jetzt wirklich bevor irgendwas getan wird, grafisch, wie zum Beispiel das Canvas-Objekt, irgendwie Daten zu laden. Also das heißt, es gibt eine noch weiter vorgeschaltete Function. Die Reihenfolge ist eben Preload, Setup und Draw wird dann eben in Schleife ausgeführt. Ja, genau, Preload, man sieht, ich lade einfach die Tabelle und das ist denkbar einfach. Da gibt es ein Kommando Load Table, da gebe ich einfach den Pfad, den relativen Pfad, also zu meiner Datei an, also in dem Ordner Data befindet sich eben diese CSV-Datei. Und da kann ich das Format auch angeben, CSV, und Header bedeutet eben, dass die auch noch einen Header hat. Das ist dann im Prinzip diese Datei hier, genau, die in dem Ordner Data liegt. Mein Skript liegt in dem Ordner JS. Ich muss aber nicht eins hoch und in den Data-Ordner rein, weil es wird von der HTML-Datei aus werden diese Pfade angegeben. Genau. Also das heißt, ich lade einfach die Tabelle. Dann erzeuge ich eben wieder dieses Canvas-Objekt. So breit und hoch wie mein ganzer Bildschirm oder mein ganzes Browserfenster. Window Width and Height ist eben das Browserfenster, die Abmessungen. Lösche den Hintergrund auf weiß und habe hier meine Tabellen. Und zwar, das sind dann eben die, die ich geladen habe. Machen wir das nochmal auf hier. So, jetzt. Das ist diese Data Table und ich möchte es jetzt überführen in diese visuellen Strukturen. Und zwar möchte ich sagen, das Jahr soll eben die X-Position sein, die Y-Koordinate soll eben die Anzahl der Geburten angeben, die Größe der Punkte sollen die Eheschließungen sein und der blaue Ring eben der Knabenüberschuss. Vielleicht nochmal zur Erinnerung das Ganze nochmal erklärt. Dieses Referenzmodell der Informationsvisualisierung, wo man eben sagt, okay, am Anfang habe ich diese Rohdaten, das sind eben diese CSV-Dateien. Da habe ich vielleicht dann schon welche gelöscht oder so, das sind dann die, die ich darstellen will. Und die visuellen Strukturen, das sind eben dieses Mapping, dieses Visual Mapping, dass ich sage, wie ordne ich die Daten jetzt zu meiner Visualisierung. Und was ich jetzt hier habe, der View, der wird eben generiert. Was ich jetzt hier nicht habe, ist diese View Transformation, dass ich da eben interaktiv noch eingreifen kann. Aber im Prinzip, dieses Mapping, dieser Schritt, den will ich jetzt hier eben darstellen. Und ja. Ich lege mir jetzt erstmal ein paar Variablen fest, zum Beispiel Border. Das ist einfach der Rahmen zum Fenster. Und zwar, ich möchte natürlich irgendwo, die Koordinaten sollen da irgendwo nicht gleich am Anfang von meinem Browserfenster
gezeichnet werden, sondern mit einem gewissen Abstand, weil ich ja vielleicht auch noch was außenrum zeichnen will. Und dann habe ich jetzt einfach mal diese Mapping-Variablen, also zum Beispiel die Ehen, Gnaden und Geburten. Die werden jetzt einfach mal, das sind quasi laufende Variablen. Und dann habe ich noch ein paar Daten, die ich eh immer brauche, wie zum Beispiel die Anzahl der Jahre, also wie viele Jahre habe ich insgesamt. Und dann kann ich mir zum Beispiel den X-Abstand ausrechnen, indem ich eben sage, die Breite minus zweimal meinen Rand geteilt durch Anzahl Jahre. Ja. Was ich dann bekomme, ist eben der Abstand zwischen diesen leichten grauen Linien, weil ich möchte immer quasi um eine Linie weitergehen und dann die neue, das neue Datum quasi zeichnen. Ja. Und ich möchte natürlich den Bereich, muss ich natürlich ausschließen, den Rand hier, sondern nur sagen, wie breit ist denn dieser Abstand wirklich. Und dann muss ich natürlich den Rahmen zweimal abziehen und durch die Anzahl der Jahre teilen. Und dann bekomme ich natürlich diesen Abstand. Die Breite der E-Schließungen kann ich dann nochmal standardmäßig auf 10 setzen. Und jetzt muss ich Folgendes machen, was ich schon gesagt habe, diese Min- und Max-Werte muss ich mir ausrechnen oder zumindest muss ich mir die beschaffen. Ja. Und zwar brauche ich die maximale Anzahl der Geburten, die minimale Anzahl der Geburten, die maximale Anzahl der Ehen, die minimale Anzahl der Ehen, die maximale Anzahl der Knaben und minimale Anzahl der Knaben. Weil ich ja im Prinzip sagen möchte, auch zum Beispiel der Kreis soll maximal so groß werden, minimal so groß. Und auch hier die Anzahl der Geburten sind maximal die. Und das möchte ich eben nehmen, um das als höchsten Eintrag in meiner Tabelle zu nehmen. Ja. Und wie mache ich das? Das steht jetzt hier bei Max Geburten gleich minus 1. Das ist nämlich folgendermaßen, ich initialisiere quasi die maximale Anzahl der Geburten einfach mit dem kleinsten Wert, den ich eben haben könnte, und das ist ein unmöglicher Wert, nämlich quasi nichts. Also klar, es gibt keine negative Anzahl der Geburten, deswegen nehme ich den nochmal als minus 1. Ich hätte natürlich auch 0 nehmen können, ist egal. Die minimale Anzahl der Geburten, die setze ich auf die größte in JavaScript mögliche Zahl, nämlich da gibt es eine Konstante, die heißt Number. .maxValue, das ist quasi die größte mögliche Zahl. Warum mache ich das? Das mache ich natürlich mit den anderen Variablen auch. Das mache ich deswegen, weil ich nämlich jetzt mit der Schleife durch die ganzen, durch den ganzen Datensatz durchgehe und dann eben zum Beispiel sage, die maximalen Geburten sind da irgendwie am Anfang minus 1, und dann sage ich eben, wenn das Ding, was ich gerade lese, das aktuelle Datum, wenn das eben größer ist als meine maximale Anzahl Geburten, was ja am Anfang minus 1 ist, das heißt, es wird am Anfang immer größer sein, dann merke ich mir eben als die maximale Anzahl von Geburten diese Zahl. Und das mache ich eben für jedes einzelne Datum in meinem ganzen Datensatz. Und das Resultat ist natürlich dann, dass ich die tatsächliche maximale Anzahl der Geburten irgendwo mir dann da merken kann, natürlicherweise. Genau. Ja, diese Schleife, ne? Das heißt, diese Table Get Row Count, das ist einfach die maximale Anzahl der Tabelleneinträge, und den aktuellen einzelnen Datensatz, den bekomme ich eben über den Array Index Zugriff, indem ich sage Table Rows mit dem Index R, das ist dieser aktuelle Index, den ich ja da im Prinzip dann Durchlauf für alle Einträge. Genau. Und so kann ich mir eben die Min- und Max-Werte von den einzelnen Variablen eben schon mal rausziehen aus der ganzen Tabelle. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einmal komplett durch die ganze Tabelle durch. Ja, das muss ich einmal machen. Ich gehe da einmal durch, um jetzt die Min- und Max-Werte zu ermitteln.
ohne dass ich jetzt was zeichne. Das brauche ich dann später fürs Zeichnen. Und dann, genau, dann kann ich mir zum Beispiel mal den größten Unterschied zwischen den Geburten ausrechnen, dass ich sage, okay, Delta-Geburten ist Max-Geburten minus Min-Geburten, damit ich einfach mal weiß, was weiß ich, das brauche ich ja, um zum Beispiel dann den Kreis darzustellen. Ne? Nee, nicht den Kreis, sondern die Höhe natürlich. Ne? Ja. Okay. Dann gibt es hier noch einen Block. Das ist eigentlich relativ statisch. Das ist im Prinzip die Zeichnung des Koordinatensystems. Da mache ich mal hier, vielleicht unten fange ich mal an, eine Linie. Die geht eben Border, Border, das ist eben das Eck. Also das ist mit dem Abstand, und zwar das Eck links oben nach unten. Border, Height minus Border, das ist quasi nach unten. Das ist die Linie, die hier. Die wird hier von hier nach da gezeichnet. Ich könnte es natürlich auch andersrum zeichnen, ist ja egal. Und am Ende der Linie kommt dann dieses Pfeil, diese Pfeilecke drauf, diese Pfeilspitze. Das ist dann dieses Triangle hier. Eben auch abhängig von meiner Variable Border. Die ist irgendwie nur 12 Pixel hoch, die Pfeilspitze, und 6 Pixel, also minus 3 und plus 3, links und rechts, groß das Ganze. Ja. Das Ganze mache ich für die Y-Achse und dann auch nochmal für die X-Achse. Ja. Man muss einfach mal schauen, die Werte muss man sich natürlich einzeln durchgehen. Das ist immer X-Anfang, Y-Anfangspunkt, X-Ende, Y-Ende. Das muss ich natürlich irgendwo abhängig machen. Alles von Variablen, und das ist vielleicht auch ein guter Stil bei so Visualisierungen in dem Sinn, dass ich da keine festen Werte reinschreibe. Also alles abhängig mache von variablen Werten und auch zum Beispiel Längen, und dass ich jetzt nicht annehme, das Ganze ist jetzt irgendwie, der Screen ist 1000 Pixel breit und 1000 Pixel hoch, weil dann ist es nämlich immer 1000 Pixel auch auf ganz kleinen Bildschirmen und auf ganz großen Bildschirmen. Das heißt, das passt eigentlich nie, und deswegen mache ich das immer abhängig von solchen Variablen wie Width und Height und eben Border, die ich dann vielleicht selber nochmal global einstellen kann. Weil wenn ich jetzt da statt Border immer feste Pixelzahl reinschreiben würde und ich würde die gerne mal ändern, dann müsste ich das eben überall machen, wo eben diese Variable steht, und so kann ich das eben einmal machen, indem ich das irgendwie nur am Anfang eben mal eben ändere, indem ich hier Border auf einen anderen Wert setze. Genau. Dann initialisiere ich einfach noch ein paar Variablen, x1, y1, x2, y2. Sagt, der Text soll zentriert sein, Text Align Center. Das sind die ganzen P5JS Kommandos, die sich im Wesentlichen dann auch mit dem Processing Kommandos decken. Also man kann hier immer nachschauen bei der Hilfe in dieser P5JS Referenz und das eben sich mal rauslesen. Genau. Und jetzt geht's los. Ne? Das heißt, jetzt die Schleife zum Zeichnen der Anzeige geht hier los. Ich habe hier noch eine Variable First, die setze ich auf True. Das heißt, ich möchte am Anfang erstmal was nicht machen, und deswegen habe ich so einen Schalter da eingebaut, sozusagen. First gleich True. Der wird eben beim ersten Durchlauf hier, if first, first gleich false, wird eben nur einmal, also das, was in dieser, dem if steht, in dieser bedingten, in dem Rumpf von dieser Bedingung, das wird nur einmal ausgeführt, und zwar setze ich da x2 auf Border, das heißt am Anfang. Ja, genau. Ansonsten wird nämlich x2 immer
x1 plus Abstand. Also das heißt, Abstand ist ja x-Abst, ist diese Variable, die ich nehme, um das Ganze zu vergrößern. Und ja, genau. Das wird nur einmal gemacht. Ansonsten wird eben der Zweig da unten ausgeführt, der S-Zweig. Jetzt werden natürlich erstmal die Sachen gelesen. Das heißt, für meine aktuelle Zeile, Table Rows R, setze ich einfach mal diese Variable Jahr um 1 hoch. Und das Jahr selber ist trotzdem dieses Row.getJahr, das ist mein Eintrag. Es könnte auch sein, dass was fehlt, also dass da ein Sprung drin ist. Ich möchte bloß auch was zum Zählen haben, sozusagen nochmal. Dann hole ich mir eben die einzelnen Einträge raus. Mit Row.getJahr hole ich mir eben den Eintrag in der Spalte Jahr, Row.getIn, den Eintrag in der Spalte In und so weiter und so fort. Genau. Und jetzt habe ich eben Y1 und Y2. Und das ist jetzt so, ich mache das jetzt, ich habe zwei Y Werte, weil ich nämlich Folgendes noch machen will in meiner Darstellung, da möchte ich hier noch Linien zeichnen. Wenn man das sieht, man hier vielleicht bei den größeren Abständen hier ganz gut. Ich möchte von hier nach hier auch noch eine Linie zeichnen. Das wäre natürlich einfacher, wenn ich das weggelassen hätte. Aber ich möchte natürlich, muss den Wert wissen, den Wert, und kann dann dazwischen die Linie zeichnen. Und dann möchte ich natürlich von dem Wert nach unten und von dem Wert nach unten so eine graue Linie zeichnen. Genau. Das heißt, der Y1 Wert, also ich ziehe jetzt einfach mal von der Höhe zweimal den Rahmen ab. Und dann ziehe ich noch ab eben den Wert, den ich mir eben dann ausrechne. Und dann habe ich quasi von oben weg, weil ich muss ja von oben weg denken. Das heißt, da ziehe ich von, wenn der Wert, also bis unten geht es ja hier rum und ich muss ja dann den Wert hier abziehen, wie hoch der Balken ist sozusagen. Ja. Und das rechne ich dann hier mir aus, indem ich sage eben Geburten, also die aktuellen Geburten, das sind die Geburten, Moment, wo haben wir die jetzt? Mal selber die Variablen anschauen. Also Max und Min haben wir. Dann haben wir hier die Geburten SG. Und diese Variable Geburten, die wird eben dann am Schluss erstmal eben mit G initialisiert. Genau, weil das ist ja im Prinzip von bis. Ne? Ich möchte mit den letzten Wert nehmen und der letzte Wert ist ja am Anfang nicht da. Ne? Das heißt, am Anfang ist da keiner. Ich habe ja hier nur von da nach da eine Linie, aber nicht von vorher zu einer Linie. Ne? Das heißt, am Anfang habe ich nichts und da möchte ich aber immer von der letzten, also das heißt, Geburten ist ja immer das letzte Ding. Zu meinem ab jetzigen G möchte ich diese Linie zeichnen. Das heißt, ich habe erstens mal den letzten Eintrag, den ich mal gemerkt habe, am Schluss hier. Das ist dann hier unten. Da kopiere ich mir das um, da merke ich mir quasi den letzten. Also der aktuelle ist immer das
gehe und dann am Ende von meinem ganzen Ding merke ich mir das halt dann, das Teil, das vorhergehende. Ne? Das heißt, und da rechne ich das dann aus, also das heißt minus die minimale Geburtenanzahl geteilt durch Delta-Geburten dann das Ganze mal diese komplette Höhe und plus Border ist eben, damit ich dann auch im Prinzip noch den Abstand mit drin habe. Ja. Genau. Genau, der Abstand mit drinnen. Das ist quasi hier nochmal der Abstand. Und dann habe ich im Prinzip diese zwei Punkte und kann die dann verbinden. Das heißt, Y1 und Y2 funktioniert ja genauso, nur dass einmal die letzten und einmal die aktuellen Geburten damit einfließen. Genau, diese Min-Geburten, vielleicht noch das, die ziehe ich ja auch noch ab, weil ich möchte ja auch im Prinzip den kompletten Range eben haben, also nicht nur nach oben, sondern es könnte auch sein, dass diese Kurve relativ hoch skaliert, aber irgendwie die minimalen Geburten, die sollen ja auch relativ maximal weit unten sein sozusagen. Ja. Also das heißt, ich möchte ja den ganzen, diese komplette Skalierung abdecken. Ja. Es hilft dir nichts, wenn die Kurve da unten läuft oder eben hier oben. Das heißt, ich muss natürlich irgendwo, was damit einfließen muss, ist eben im Prinzip wirklich, das heißt, hier ziehe ich einfach mal den kleinsten Wert ab und Delta-Geburten ist eben sowieso Max minus Min von meinen kompletten Einträgen. Ja. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen klar. Also ich möchte im Prinzip den kompletten Y-Visualisierungsraum eben ausnutzen, habe dazu eben, wie gesagt, skaliert das Ganze und zwar so, dass der komplette Range ausgenutzt wird. Das ist eigentlich das, was ich dann mache. Ich habe diese zwei Werte. Set Stroke ist das Kommando, um die Liniendicke zu machen. Ja. Das ist der Farbwert. Der ist jetzt nicht ganz schwarz, sondern mehr so grau. 255 wäre quasi sehr. Da können wir ja mal einen anderen Wert reingeben. Da könnte man zum Beispiel rot machen. Und das Ganze jetzt nochmal hier neu. Und dann sehe ich, dann wäre diese Linie quasi rot. Aber ich habe hier diesen Grauwert vorher gehabt. Das heißt, das sieht ja auch relativ schick aus, dann vielleicht, wenn die. Das ist ja nur, damit man es irgendwie zuordnen kann. Dann zeichne ich die Linie nach unten eben. Also x2 ist im Prinzip der Abstand. y2 ist dann eben der zweite Wert. Und dann geht es eben. Also die Linie ist natürlich auf einer Y-Linie, deswegen ist das der gleiche Wert. Und dann geht es runter bis zur Height minus Border minus 1 Pixel, damit ich da nicht den Pixel auf der Linie selber da nochmal auf der Koordinatenlinie zeichne, sonst wird das da mit reinzeichnen. Das sind natürlich alles Sachen, also das sieht man mal vielleicht, das sind so Kleinigkeiten. Also ich zeichne das Koordinatensystem selber, ich zeichne auch also Feinheiten wieder, die habe ich natürlich, wenn ich jetzt irgendeine Visualisierungsbibliothek verwende. Natürlich muss ich das dann sonst nicht alles selber machen. Der Vorteil daran ist natürlich schon, ich kann wirklich jedes Detail relativ leicht festlegen, indem ich dann einfach die Farben, die Dicken der Linien und die sonstigen Dinge einfach gleich ändere. Das kann ich ja hier recht schön machen. Deswegen hat das durchaus seine Vorteile. Wie gesagt, zwei Vorteile hat es mit dem P5. Das eine ist eben, ich kann alles selber machen. Der andere ist, ich kann relativ große Datensätze eigentlich darstellen. Also das sind schon Sachen, die eigentlich ganz
interessant sind. Gut, was habe ich noch? Ich habe diese E-Schließungen noch. Das sind die, ich möchte die Kreise entsprechend groß machen. Ja, das heißt, ich habe hier auch diese aktuelle E minus die Min-E. Also das heißt, das sind auch die vom letzten Mal quasi. Ne? Berechne das dann eben nach irgendeinem, sagen wir mal, Wert, der jetzt optisch einfach angepasst ist. Ich teile das jetzt einfach durch 3 hier, könnte das auch durch 5 teilen können, dann wäre es einfach kleiner geworden. Das heißt, hier, wenn ich sowas mache, dann werden die Kreise einfach kleiner. Das ist einfach jetzt nur mal, das sind auch Sachen, die haben jetzt keine, sagen wir mal, Datengrundlage, sondern oft ist es ja auch so, dass ich dann irgendwas mache, was irgendwo, damit es irgendwo vernünftig aussieht, nicht zu groß, nicht zu klein. Ich könnte das wegnehmen können mit dem Teilen. Und dann wird das irgendwie zu groß werden, das Ganze, was natürlich jetzt auch nicht so richtig schön ausschaut. Deswegen einfach mal irgendeinen Wert mit rein. Diese E-Breite. Die wird eben einfach standardmäßig auf 10 auch gesetzt. Das ist ja dieser Wert, den ich einfach genommen habe, um jetzt einfach mal irgendwas sich auch anzupassen. Also das heißt, das ist die Standardgröße und wie sich das Ganze dann skaliert, das ist eben dann mit diesem, dass das nochmal durch 3 geteilt wird. Genau, weil sonst wird es ja auch irgendwo verschwinden dann. Ne? Dann wird diese Farbe ausgerechnet für den Knabenüberschuss und da mache ich einfach bei Stroke einfach für diesen Kreis. Der Kreis, da wird die Farbe eben auch mit Stroke. Stroke Weight ist eben dieser, wie dick der Kreis ist. Na, den könnt ihr jetzt mal, wenn ich ihn auf 1 mache, dann verschwindet er fast. Dann sieht man den gar nicht. Deswegen habe ich den eben auf 6 Pixel auch. Das könnte man natürlich auch irgendwo noch abhängig machen von meinem Fenster, wie groß das ist. Aber das wäre jetzt einfach zu viel Aufwand jetzt für das Beispiel. Das heißt, dieser Kreisring mit 6 Pixel Durchmesser, der wird dann eben auch wieder abhängig gemacht von diesem Delta und der maximalen Anzahl der Knaben. Und dann eben mal 255 ist halt dann einfach der Alpha-Kanal. Ne? Das ist halt rot, grün, blau. Und der vierte Wert bei dem Stroke, das wäre auch ein Wert zwischen 0 und 255, ist die Transparenz. Das heißt, der wird dann einfach immer blasser, je weniger Knaben. Genau, die Füllung nehme ich raus. Das kann ich mal wegmachen. Wenn ich das nicht machen würde, würde er quasi das andere wieder löschen. Dann würde er im Prinzip eine schwarze Füllung machen. Die will ich aber nicht haben. Deswegen nehme ich das raus, damit der andere Kreis, der drunter liegt, der diese Größe hat, dass der auch noch sichtbar ist. Genau, dann wird eben der gezeichnet und dann wird der andere gezeichnet hier mit dieser DE, das ist im Prinzip die Größe der, also der Kreis, der die Anzahl, der abhängig ist von der Anzahl der E-Schließungen, der wird dann da gezeichnet. Der andere wird eben 15 Pixel nach links und rechts vom Radius, vom Durchmesser größer gezeichnet, damit eben der Kreis außenrum entsteht. Genau. Und dann wird eben diese Linie gezeichnet, diese schräge Linie von x1, y1 zu x2, y2. Das wäre eben die hier, wie gesagt. Ja. Genau, und dann werden die Jahreszahlen unten als Text gezeichnet.
Und zwar nur, also nicht 1945, sondern nur die letzten zwei Zahlen. Also nicht 2007 und 2011, sondern nur 07 durch diese Substring-Operation. Und dann werden die alten Koordinaten eben gemerkt. Und der letzte Eintrag, der hat eben auch wieder keine Linie nach außen, deswegen wird der dann außen nochmal extra gezeichnet. Und dann entsteht, also das ist aber eigentlich der gleiche Code, entsteht eben noch die Legende, indem da jetzt einfach nochmal die Ellipse gezeichnet wird, die eben diese E ausmacht und dazu E-Schließungen drunter geschrieben. Das heißt, das hier am Eck und dann auf der anderen Seite noch das mit dem Knabenüberschuss, die Legende wird dann hier noch hingezeichnet. Hier. Und ja, das war's dann. Der Text für die einzelnen Jahreszahlen, den zeige ich ja dann schon innen drinnen. Genau. Das heißt, was hier drunter steht, ist dann nur nochmal diese Legende. Und dann bin ich eigentlich fertig. Ich möchte auch mal zeigen, wenn ich das jetzt kleiner mache und refresh, damit das natürlich dynamisch in den Browser angepasst. Weil ich ja das Ganze abhängig mache von meiner Breite und Höhe. Das heißt, das ist irgendwo auch responsive, würde auch am Handy, denke ich mal, vernünftig aussehen. Ich kann natürlich jetzt nicht das Ganze ziehen und refreshen. Das könnt ihr natürlich auch irgendwie machen, aber das wäre es jetzt auch nicht wert. Bei dem Beispiel, weil man geht ja davon aus, dass die Leute nicht dauernd das Browserfenster irgendwie vergrößern und verkleinern. Gut, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Um es nochmal zu wiederholen, es war eben jetzt JavaScript. Ich habe am Anfang eben in dieser Processing-Art und Weise, Entschuldigung, einfach mal diese Datei gelesen, diese CSV-Datei. Habe dann in der Setup-Methode einfach nur mal dieses Canvas-Objekt erzeugt. Habe mir ein paar Variablen angelegt. Habe dann Minimum und Maximum Werte rausgerechnet und habe dann eine Schleife gemacht, um das Ganze zu zeichnen. Habe mir dann die aktuellen Einträge ausgelesen und habe die dann entsprechend nochmal skaliert, gemappt, in Positionen und Farben gezeichnet und dann außenrum die Legende gemacht und bin dann eben zu dem doch recht individuellen Graphen gekommen. Also das kriege ich jetzt mit einer Visualisierungsbibliothek, also die zum Beispiel irgendwas plottet, zwar vielleicht auch hin, aber ich muss da relativ viel quasi dran ändern. Ich muss sagen, ich habe die Standardbibliothek, möchte aber jetzt so Spezialfälle machen, wie zum Beispiel für jedes Ding eben ein Kreis außenrum, der noch eine quasi abhängig ist von einem Datum. Das ist dann vielleicht gar nicht so einfach. Da ist oft der Aufwand, eine bestehende Bibliothek anzupassen, irgendwie fast noch größer, als jetzt das komplett selber zu programmieren. Und deswegen, also ich finde, dass das P5JS eben mal gut das Prinzip zeigt, wie man sowas eben überhaupt angehen kann, so eine Visualisierung. Und an sich ist es vielleicht gar nicht verkehrt, das Ganze zu nehmen, weil es einfach, man kann direkt anfangen, man muss keinen Boilerplate-Code schreiben und das Ganze ist auch schön klar. Ne? Also wenn ich jetzt, werden wir dann später auch sehen, andere Visualisierungs-Frameworks nehmen, dass die vielleicht unter Umständen gar nicht so einfach zu durchblicken sind. Ja? Genau. Okay, also in dem Sinn würde ich sagen, eine Einführung in eine Visualisierung mit JavaScript und P5JS. Ich denke, wir werden da noch einiges damit machen. Ich werde vielleicht noch mal ein Video zu der ganzen Sache machen. Aber für heute denke ich mal, genügt es. Und eben, was man natürlich da auch machen kann, ist einfach mal diese Statistik
Daten, die ich ja auch schon im letzten Video mal vorgestellt habe, Richtung Corona oder so, oder auch diese anderen, diese vom Statistischen Bundesamt, dass man die einfach mal runterlädt, mal Experimente damit macht, einfach mal Visualisierungen macht, einfach mal einfache Plots vielleicht, weil man kann da relativ interessante Dinge auch einfach rauslesen, indem man mit so einer komplett freien Bibliothek rangeht und da einfach mal das Ganze irgendwo mappt, wie man sich das eben vielleicht irgendwie selber ausdenkt auch. Na, das ist ja das Interessante daran, dass man eben dieses Mapping auch selber bestimmen kann und ja, einfach mal explorativ durch diese Datensätze durchgehen kann.